Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute habe ich was aus Eierverpackungen gemacht. Und zwar sind das diese Kerzenständer. Hier ist einer und hier drüben. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Und am Schluss sehen wir uns nochmals. Viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
1. Das sind jetzt nun meine Kerzenständer. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Ich habe die zwei jetzt noch mit Acryllack bearbeitet, damit es ein bisschen mehr Tiefe gibt. Und habe oben Sand eingefüllt, damit die Kerze einen guten Stand hat. Und hier habe ich zusätzlich noch ein bisschen Moos reingefüllt. Ich empfehle dir, eher die großen Kerzen zu nehmen, weil die einen besseren Stand haben. Oder du machst die Schale tiefer, dass du genug Sand reinfüllen kannst, damit die schmalen Kerzen auch stehen. Weil der hält hier nicht, also es ist nicht zu empfehlen, diese anzuzünden. Man kann die natürlich auch als Schmuckschale benutzen oder für die Schlüssel oder für kleine Naschereien. Also man kann die wirklich vielfältig einsetzen. Dann habe ich ja noch den Kerzenständer, mein Experiment. Das ist der hier. Er ist nicht fertig geworden. Die Arbeit hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber es gefällt mir nicht so gut, weil es einfach nicht mein Stil ist. Und ich weiß nicht, ob ich den fertig bemalen werde. Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein, ob ihr Ideen habt, wie ich diesen Kerzenständer fertig gestalten soll. Und dann wird der in den Shop gehen und dann kann man den im Shop erwerben. Ja, wenn es irgendwo reinpasst, dann ist es sehr schön, aber ja, naja. Also schreibt mir bitte in die Kommentare rein und dann schaue ich, was aus diesem Stück hier noch passiert. Dann eine gute Nachricht. Meine Bücher sind endlich aus der Druckerei gekommen. Man darf also wieder Bücher bestellen. Die auf der Warteliste sind, die gehen nächste Woche raus. Ich muss alle noch einpacken und dann gehen die auf die Post. Und für die das Buch noch nicht kennen, hier habe ich alle Grundlagen über Pulp drin. Wie du Pulp machst, auf was du achten solltest, was für Probleme auftauchen könnten und die Lösung dazu. Dann habe ich 10 Ideen über das ganze Jahr verteilt. Es hat Osternester drin, es hat Schalen drin, es hat Blumenvasen, Schmuck, Weihnachtskugeln, auch Kerzenständer in einer anderen Form. Und dann ist das wirklich so Schritt für Schritt ist das aufgezeigt, wie das geht. Und dann kannst du zu Hause dich austoben und kreativ sein. Es hat wirklich wenig Text, weil ich finde, kreative Leute möchten immer gleich loslegen. Die möchten nicht zuerst einen halben Roman lesen. Daher ist es wirklich schlicht gehalten mit vielen Bildern. Und das findest du auf meiner Webseite. Wenn du das Buch bestellst, dann bitte deine Adresse dazu schreiben, damit ich weiß, wohin das Buch gehen soll. Das wäre das. Dann alle Kurse findest du auf meiner Webseite. Alle Ausstellungen findest du auch auf meiner Webseite. Ich habe sie noch nicht eingetragen, aber es werden, glaube ich, 3 Ausstellungen aktuell bis jetzt sein. Die werde ich noch reinstellen. Und der Shop ist natürlich auch auf meiner Webseite. Damit kannst du mich auch unterstützen. Wie auch mit einem Abo kannst du meine Arbeit hier unterstützen, damit ich hier weitermachen kann. Und natürlich über Kommentare freue ich mich immer sehr. In diesem Sinne, wir sehen uns nächstes Wochenende oder eventuell übernächstes Wochenende. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Das kommt ein bisschen auf meine Zeit drauf an. Aber bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Habt's gut. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt alles gesagt. Oh.